Kaleidoscope Cube present by Mix Vision. A Juggler's Tale. Ja, und damit seid gegrüßt nochmal offiziell, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Dendron, zu einem lang ersehnten Projekt auf meinem Kanal. Ja, und ausgerechnet heute bin ich heiser und kriege eine leichte Erkältung. Sehr gut. Heute klinge ich erkältet. Ja, sehr schön. Ich glaube jetzt nicht, wie lange ich auf dieses Let's Play, auf dieses Spiel gewartet habe. Ich habe sofort zugeschlagen, das sofort zur Release gekauft. In der Release-Stunde, in der Release-Minute wahrscheinlich noch. Ich bin wahrscheinlich der erste Streamer, der live auf Twitch spielt. Einer der ersten Käufer. Also ich habe mich 2020 beinahe in die Arena Booth online auf der Gamescom in das Spiel verliebt. Und ich habe das gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Also ich bin gehypt seit Ewigkeiten auf dieses Spiel und freue mich, das jetzt mit euch zu spielen. Laut Entwicklern 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Ist ein kürzeres Spiel. Aber ja, umso mehr müssen wir es genießen und so wie ich mich kenne, werde ich 5 bis 6 Stunden damit brauchen. Und ich werde es wahrscheinlich noch 2-3 Mal spielen, 2-3 Mal durchspielen, wie ich es bei dem Spiel Far Lone Sales, auch von dem, ich glaube ja, auch von demselben Entwicklerstudio. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest auch von Mixed Vision. Ne, Okomotive war das, sorry. Okomotive hat das Spiel, auch von Mixed Vision, auch ein Spiel. Das ist jetzt Kaleidos Cube. Sorry. Ich bin so gehypt, ich bin so in der ganzen Aufregung. Man mag es mir verzeihen. Und ja. Ich würde sagen, spielen wir einfach dieses Spiel. Legen wir los. Neues Spiel. Der Mond scheint hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Nacht 1, der Zirkus. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Sehr schön. Schon sind wir in der Welt. Wir spielen eine kleine Abby hier. Eine kleine Marionette. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte ich zurück. Sich euch zeigen. Das kenne ich natürlich schon. Die Demo habe ich schon gespielt. Deswegen weiß ich, was hier läuft. Der Anfang dürfte nicht so schwierig sein. Selbst die Schweine sind Marionetten. Wir hängen, unser Leben hängt hier am seidenen Faden. Sehr schön, ja.
Dann noch die Schrift drüber. Dann haben wir das Titelplakat. Willkommen zu Juggler's Tale. Hallo, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Steuerung. Und Wurf. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder das was lernen wir hier. Es kriegen wir ein kleines Tutorial, wie wir werfen. Oh, hoppala. Das war wohl nicht so gut. Müssen wir es nochmal probieren. Sehr gut. Doch und wie ihr seht, der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schlägt. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Können wir hier runter? Ne, wir können runterfallen. Wie ihr seht, hängt die kleine Marionette hier die ganze Zeit an Seilen uns, das verhindert auch. Es wird uns auch ab und zu mal so manche Sache verhindern. Zum Beispiel hier drüben bei den Seilen hier gesehen, dass wir da hier ab und zu mal so ein bisschen hängen bleiben. Es wird wahrscheinlich Hauptkonzept des Spiels sein, dass wir hier mal ab und zu mal ein paar Hindernisse überwinden müssen und das dann doch mit den Seilen ein bisschen schwieriger wird als gedacht. Und hier können wir jetzt, nee, hier können wir nicht wieder hoch. Was machen wir dann mit der Kiste? Ah ja, die brauchen wir da drüben. Ich weiß. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Wurst in Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Und der Jong wird so, während sie nur warten muss. Und ja, uns wird es gelingen mit Geschick und Mut. Ah, okay. Never play a game before release. Before first day. Patch. Ja. Gut, jetzt haben wir hier den ersten Bug entdeckt. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ja, also. Es schwingt nicht. Ach, bitte nicht. Ja, hier können wir es ein bisschen zu schwingen bringen, aber das sei dort unten. Es schwingt nicht. Wir sollen wieder rüberkommen. Da muss ich mal gerade neue laden. Sorry für das. Ich hoffe, es hängt jetzt nicht für immer. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen. Noch, ja, hier schwingt es gerade. Ich habe den ersten Bug entdeckt. Es liegt wahrscheinlich in der Reihenfolge. Und jetzt, wenn ich jetzt die Kiste hole und dann hochspringe, wird das wahrscheinlich gehen. Ich habe halt schon die Kiste hergeschoben, dann begann der Dialog und habe ich das dann. Ich war das Spiel ein bisschen verwirrt, dass die Kiste schon da stand und ich schon, ja,
Jetzt kann ich hier schwingen. Tja. Live im Stream. Schon mal einen kleinen Bug-Instinkt. Ja, never play a game before first day patch, meine lieben Freunde. Eine grundlegende Regel. Also, wirf den Apfel, um den Bären abzulenken. Mit der Arme angekettet, so, beziehungsweise angeseilt, so, ein Bär. Fein gemacht. So weit, so gut. Jetzt würde ich aufgeben. Gleich hast du den Hut. Die phänomenale Elfie hat es fantastisch gemacht. Schwärmt der Direktor und tätschelt sie sagt. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben. Voicebug. Fein gemacht. Herrlich. Audiobug. Spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Das ist der Preis, wenn man das Spiel so früh spielen will. Zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Max entdeckt zwei. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Natürlich befreien wir ihn. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Aber, Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Davon sprach ich vorhin. Kommt nicht weiter. Nur mit Sendebär Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Und runter hier. Hoffentlich hat das ja, keiner gehört. Okay, wir müssen schieben. Ja, schieben. Dafür ist das rote Ding. Das markiert die Stelle. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Die roten Seile markieren, wo wir was tun können. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wurden entdeckt. Schnell! Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Nein. Abbys Wohl stellt er über das seine und brummt gütig. Auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. In eine neue Welt. Akt 2, eine neue Welt. In relativ kurzer Akt 1. Zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in Augen verzaubernder Weite.
Im Wind wehende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Das kannten wir ja bisher aus der Demo. Jetzt sind wir hier in der vollen Version. Und weiter geht's mit neuem Material.